So, noch ein Video. Mein Gott, jetzt heute machen wir mal über Phosphat. Die Videos habe ich eigentlich in Spanisch schon vor einem Jahr oder so gemacht. Ich habe halt mehr spanische Videos, aber möchte ich so und dann mache ich mal, wie ich gerade Lust habe. Naja, gut. So, dann machen wir kurz mal über den Phosphatwert und den Hitzetest. Also der ideale Phosphatwert im Aquarium sollte sein 0,02. Der Gesamtphosphatwert, ne? So, wenn du jetzt mit deinem Tröpfchentest misst und hast 0,02 oder 3 oder 4, dann heißt das noch lange nicht, dass dein Gesamtphosphatwert 0,03 oder 4 ist, sondern du misst nur einen Phosphorwert, also eine Verbindung, die Orthophosphat, dann ist den wir mit dem Tröpfchentest messen können oder Hanna-Checker oder wie auch immer. Das heißt auch noch lange nicht, dass da der genaue Wert ist. Da gibt es einen wissenschaftlichen Bericht drüber von so einem US-Biologen und der Esan von Twitter, und der hat auch einen ganz interessanten Tweet drüber mal gemacht, weil da einer nachgefragt hatte und da hat der Esan das mal erklärt, was eigentlich da genau mit dem Phosphatwert los ist. Im deutschen Wikipedia steht ja Phosphatwert im Meer 0,1. Absoluter Humbug. Also ich habe das im Rote Meer gemessen, ich habe den Atlantik gemessen und ich habe bei Mexiko das Meer gemessen, weil die Leute mir Wasser mitgebracht haben. Ich habe mal gemessen aus reiner Neugier. Der Atlantik ist 0,000009. Also irgendwie 0,01 oder so, sagen wir mal. Rote Meer, genauso. Mexiko war 0,001. Ja, 0,001 war das, genau. Also, wie ihr seht, wir wollen ja immer ans Meer gehen. Und das ist aber der Gesamtphosphatwert. Das heißt, aber man gibt einen kleinen Trick, den du mal zu Hause selber machen kannst. Also ich empfehle sowieso, wenn dann Hanna-Checker nehmen, auch wenn viele sagen, möchten den nicht. Also ich komme mit dem Tröpfchentest, ich habe jetzt alle durch. Ist für mich irgendwie alles Schrott. Tut mir leid, egal welcher Hersteller das ist, alles Schrott. Für mich der Hanna-Checker 736 oder Hanna-Checker 774, die funktionieren. Orthophosphat zu messen. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel mal wissen willst, wie der Gesamtphosphat ist, dann wäre das idealste, eine ICP zu machen, okay? Die messen das natürlich richtig gut, keine Ahnung, ATI, Phanomarin oder halt der Ober-ICP-Erfinder Triton, der hat natürlich, seine Ampel ist übrigens von Triton, ist ganz klar 0,02, nicht drüber. Phanomarin, ATI, OCM und die ganzen anderen, die da so rumwurschteln, die haben 0,05. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber wichtig ist, dass der nicht höher ist. Was du machen kannst, ist ein Hitzetest. Das heißt, du nimmst dein Aquariumwasser, tust das in einem Glas, spülst das kurz ein bisschen und nimmst das dann und tust das in die Mikrowelle für eine Minute. Schaust kurz bevor das anfängt zu kochen, nimmst du das Wasser wieder raus mit dem Glas. Pass auf, dich nicht zu verbrennen. Das lässt du kurz abkühlen auf 30, 35 Grad, so handwarm. Und dann machst du mal schnell ein Phosphattest, wie du das gewöhnt bist. Ob Tröpfchen oder Hanna, ist dann jetzt erstmal egal. Und da wirst du überrascht sein, wie viel Phosphat du eigentlich im Aquarium hast. Eine Phosphatlimitierung ist sehr selten. Was oftmals passiert bei Korallen, wenn die von unten abschirmen, wo die Leute dann mit ihrem Tröpfchentest messen, ich habe 0,00, ist, wenn du den KH-Wert hoch hast und du hast einen relativ niedrigen Phosphatwert, dass du da Probleme bekommen könntest. Deswegen sagen ja alle, man soll so einen KH-Wert um die 7 haben, da du die Korallen nicht schaffst. Und wenn du natürlich dann noch richtig fett schön blau beleuchtest mit UV und den ganzen, dann stresst du natürlich die Tiere. Die brauchen natürlich dann auch ein gewisses Polster, sage ich mal. Dann ist das natürlich auch, kann das auch zu Problemen führen. Aber wenn du eine normale, gesunde Aquariumbeleuchtung hast, ist der Gesamtphosphatwert bei 0,02 eigentlich dieser Wert, den wir eigentlich anstreben sollten. Oder eher darunter, 0,01. Da ist immer noch genug Phosphat im Aquarium vorhanden. Also, das, okay? Also, keine Angst haben. Also, sehr selten habe ich eine Phosphatlimitierung mal irgendwo erkennen können, wo Leute sagen, ich habe kein Phosphat. Ich sage, mach mal eine Analyse bei Triton oder so. Und da war dann eine große Überraschung. Da war der Phosphat bei 0,1. Und da lag es meistens woanders dran, dass die Korallen abgestorben sind, wegen irgendwas auch immer. Aber nicht am Phosphatwert. Wenn du Fische im Aquarium hast und die Fische täglich fütterst, ist eine Limitierung so gut wie unmöglich. Okay? So, das war zum Thema Phosphatwert und dem Hitzetest. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.